Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem Exklusivgespräch bei Manova. Heute möchte ich mich über den spirituellen und politischen Geist unserer Zeit unterhalten und freue mich dafür, einen Freigeist und Freidenker, den Kultur- und Sprachphilosophen Roland Ruppers begrüßen zu dürfen. Hallo Roland. Ja, herzlich willkommen beim Starnberger See. Ja, lieber Roland, zunächst, wir sind per Du, wir kennen uns. Ja. Wir sind hier bei dir am Starnberger See. Zunächst vielen Dank, dass wir hier heute bei dir sein dürfen. Ja, und lieber Roland, du hast den Begriff der Kardiosophie entwickelt und bezeichnest dich als einen Etymosophen. Ja. Kannst du für unsere Zuschauer einmal ein wenig Licht ins Dunkel bringen? Was macht denn ein Kardiosoph? Und was hat es mit diesem Begriff auf sich? Ich glaube, ich fange mal lieber mit dem Etymosophen an, weil es der Begriff war, der vorher kam. Ich bin bei einem Erlebnis 1998 in Stockholm, wo wir auf einer großen Tagung waren an der Königlichen Musikhochschule mit meiner Frau Christiane, in einem Abendkonzert mit der Missa Solemnis Beethoven. Carlo Maria Giolini, ein weltberühmter Dirigent. Und da nach dem Konzert, also Beethoven, das ist einer meiner großen Lieblingskomponisten, habe auch sehr viel Beethoven gespielt in meiner Jugendzeit, hat diesen berühmten Satz geprägt über der Missa Solemnis: Vom Herzen muss es zum Herzen zurückgehen. Hm. Und nach dieser Aufführung, zwar im April, es war noch so ein bisschen leichte Helligkeit, ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass wir mit der Sprache anders umgehen müssen. Mir ist klar geworden, dass jedes Wort, das ein Präfix con oder co hat, das Gemeinsame darstellt. Und ein Präfix d, die Trennung. Gibt ein Beispiel, die Konversation, gemeinsam sich etwas zuwenden, Korrespondenz, gemeinsam mit dem Herzen antworten, aber D, das Desaster, die Trennung von den Sternen ist. Habe ich gedacht, diese Präfixe haben ja in der Sprache eine große Bedeutung. Und das war eigentlich die Geburtsstunde meiner Etymosophie, wo ich erstmalig gemerkt habe, dass das etymologische Wörterbuch für die Herkunft der Sprache nicht ausreicht, um tiefer in die Bedeutung von Sprache einzudringen. Ich gebe dir ein ganz berühmtes Beispiel, das Wort immediate. Englisches Wort, was herkömmlich mit sofort übersetzt wird, bedeutet ohne Medium. Ich brauche kein Medium, keine Agenten. Wenn ich mit Gott und wem auch immer in Verbindung kommen will, ist alles ohne Medium. Und diese immediate experience war dann auch eine Grundlage für meine weitere Forschung. Ich habe dann hunderte von Begriffen in die Welt gesetzt und habe dann das Wort Etymosophie, das heißt die Weisheit für die Herkunft der Wörter. Nicht mehr auf der logischen Ebene, Etymologie ist ja noch logisch, intellektuell, aber dann ist es die Weisheit, wo die Wurzel von Etymos ist, ja die Wurzel, wo unsere Sprache herkommt. Und dann einige Jahre später, wo ich dann eine ganze Reihe von Begriffen dann neu in die Welt gesetzt habe, ist mir der Begriff Kardiosophie eingefallen und hatte gedacht, na, Kardiosophie, das muss ja ein Wort sein, was jeder inzwischen kennt. Da habe ich weltweit geforscht. Das Wort gab es überhaupt gar nicht. Die Kardiologen haben ja mit deinem Herzen zu tun, also rein funktionell, aber die Kardiosophie, das als Wort gab es überhaupt nicht. Ist ja ein griechisches Wort. Und das Interessante ist ja, die Weisheit ist eigentlich eine weibliche Kraft. Und wir haben ja über Jahrtausende immer die männlichen Philosophen verherrlicht, ja, von Sokrates bis Plato, bis Immanuel Kant. Und Frauen sind ja nie im Spiel gewesen. Das hat mich schon wahnsinnig geärgert. Nicht, weil ich glaube, da ein guter Philosoph zu sein, sondern ich habe gedacht, die Frauen müssen dringend mit ins Spiel. Und dadurch ist auch dieses Buch dann zustande gekommen, das Buch Kardiosophie vor 3 Jahren oder 2,5 Jahren.
wo ich 6 Frauen als Co-Autorin gewonnen hatte. Also ich als Mann mit 6 Frauen. Das hat es überhaupt in der ganzen Weisheitsliteratur noch nie gegeben. Wenn du die anguckst, waren immer eine bestimmte Person, ein Mann, manchmal auch eine Frau, Hildegard von Bingen, aber in der Regel waren es immer nur Männer, die hier die Weisheit verkauften, die weibliche Weisheit verkauften. Ja, das waren Männer. Mhm. Da habe ich gesagt, hier müssen Frauen an Bord. Mhm. So. Und dann habe ich Hochbegabte, jeder auf seine Art und Weise ist extrem begabt und erfahren. Unter anderem meine Freundin Andrea Fessmann, eine große Chorsängerin, auch die einen großen Chor leitet. Meine eigene Frau, die Medizinerin, Ärztin ist, meine Schwiegerin, die Professor Irmela Neu, eine hochgelehrte, hochbegabte Frau. Und dann die Illustratorin meines Buches, die über 35 Jahre an einem Jesuiten-Internat in St. Blase Lehren für Kunst war. Die hat das Buch illustriert. Und da habe ich gedacht, das ist doch genau das, was wir brauchen. Frauen an Bord. Und ich habe das nur ein bisschen koordiniert. Mhm. Und so ist das jetzt eigentlich in die Welt gesetzt. Und wir versuchen mit einem Katastrophie-Netzwerk die Welt ein bisschen neu zu beleuchten, nicht zu missionieren. Das ist sehr gut. Und ich möchte mit dir auch noch ein wenig über deine Biografie zu sprechen kommen. Ja. Denn du hast, und ich musste mir das hier extra notieren, einen wirklich sehr facettenreichen Lebenslauf. Du warst auf der ganzen Welt, du hast vergleichende Religionsphilosophie und Sprachwissenschaften unter anderem in den USA, Japan und Indien studiert. Du warst fast 10 Jahre lang Geschäftsführer einer Privatklinik unweit von hier am Tegernsee. Du warst 20 Jahre lang als Außenhandelskaufmann im Petrochemiegeschäft tätig und ja, jetzt heute bist du hier am Starnberger See und du bist auch Kontemplations- und Weisheitslehrer. Das ist meine Aufgabe heute. Ja, was macht denn ein Kontemplations- und Weisheitslehrer, lieber Ulrich? Also dadurch, dass ich lange in Asien war und lange in Indien war und ich glaube einige Dutzend Male auch da die großen heiligen Schriften studiert habe vor Ort und einer meiner großen Lehrer war eben der Benediktinermönch Beat Griffiths in Indien, dessen Werk ich also immer noch rund um die Welt trage, von dem ich eigentlich als Lehrer, als Weisheitslehrer initiiert worden bin, ja, auch autorisiert und initiiert. Ja, und ich unterscheide sehr genau zwischen Meditation und Kontemplation, was in der Regel nicht gemacht wird. Viele reden heute von Meditation und machen auch alle möglichen Meditationskurse und Übungen, die weitestgehend in meinen Augen immer noch Imagination sind, die Arbeit mit Farben, mit... Was ist denn Kontemplation? Das ist ja ein, jetzt sage ich mal, kein geläufiger Begriff für die meisten wahrscheinlich. Leider nicht. Es wäre gut, wenn er geläufiger wäre. Das griechische Wort für Kontemplation ist die Theorie. Und Theorie ist nicht abstraktes Wissen, was die Akademiker, die hier verkaufen wollen, sondern Theorie ist die Wesensschau, der Blick in die Wirklichkeit ohne ein Objekt. Und das Pendant zu Theorie, Theoria griechisch, ist das Contemplatio im Lateinischen. Contemplatio bedeutet die Betrachtung der Wirklichkeit, ohne dass ich sie objektiviere. Das heißt, ich schaue hinaus in die Natur und nehme die Natur so wahr, wie sie ist, mit meinem Herz, mit meinem Gefühl, ohne sie zu beschreiben. Und das ist eine riesige Herausforderung. Wir wollen ja sofort alles begrenzen, wir wollen alles gleich abbilden. Kaum läuft jemand irgendwo in so einem Park rum, macht da Fotos oder macht eine Skizze oder beschreibt es durch ein Gedicht oder einen Text. Die Kontemplation ist die größte Herausforderung, mit der Wirklichkeit des Kosmos in Kontakt zu kommen, ohne etwas zu beurteilen. Das heißt, das reine Wahrnehmen, wie es ist, ohne es zu bewerten. Ohne es zu bewerten. Erstmal auf sich wirken lassen, ohne eine Wertung mit reinzubringen. Du hast in einem Interview erzählt, dass du in der Jugend schwer erkrankt warst. Ja. Das hat dich auch an den Rand des Todes gebracht, wie du ausgeführt hast. Ja, über Jahre. Ja. Aber ich rede nicht von einer Nahtodeserfahrung, trotzdem nicht. Ja? Also ich war an der Grenze immer... sag ich mal, ich war wirklich
an der Grenze des Todes, so habe ich mich 6 Jahre lang auch gefühlt, auch in der großen Angst und Sorge. Und aus der heutigen Sicht sage ich mal, es war eine große Lernaufgabe für mich, denn ich habe ja heute auch mit Sterbenden regelmäßig zu tun und habe einen Begriff gefunden, dass der Tod nicht der Übergang in eine andere Welt ist, sondern der Eintritt in die viel größere Lebenswirklichkeit. Wir von Manova wollen den vielen Zumutungen der Politik mit mutiger Aufklärung und lebendigen Debatten begegnen. Wenn Sie etwas für unabhängigen Journalismus übrig haben, bitten wir Sie herzlich um Ihre finanzielle Unterstützung. Vielen Dank. Das ist eine, da wird die Sterbebegleitung zur Lebensbegleitung. Ich habe einige Palliativmediziner auch in meiner Schulung, und denen ich das immer wieder versuche beizubringen, dass einer, der im Sterben ist, sich eigentlich auf den Weg macht in die viel größere Lebenswirklichkeit. Das heißt, wenn du jetzt, du übertrittst keine Schwelle, was wir normalerweise hier so erzählen, in eine andere Welt, sondern betrittst die eine Welt, aber mit einem viel größeren Erfahrungshorizont. Mhm, also die Hölle kommt nicht auf dich zu und irgendwelche Geister aus dem Jenseits springen dir auch nicht entgegen, sondern du bekommst möglicherweise dann ein Gefühl der Befreiung und siehst das Leben in einer Fülle, was du vorher nicht erlebt hast. Das ist jetzt ja ein gutes Stichwort, denn der Tod ist spätestens seit Corona in unserer Gesellschaft wieder omnipräsent geworden. Und mit den Entwicklungen der letzten Jahre oder der vergangenen Monate auch, muss man ja sagen, rund um die Ukraine-Krise oder den Ukraine-Krieg und den Krieg in Israel, fällt hier auch immer wieder ein Begriff, und das ist der Begriff der Apokalypse. Wir leben in Zeiten, in denen die Menschen wirklich fürchten, dass das ganze System hier bald komplett zusammenbrechen könnte. Ja. Hast du Angst vor der Apokalypse, vor dem Untergang des Systems? Nein, ich habe es ja in meinem Buch Katastrophe auch beschrieben. Da gibt ja ein Kapitel über die Apokalypse. Ich heiße die Apokalypse, die Offenbarung, herzlich willkommen, weil es kein Untergang ist, sondern es ist das Lichtwerden. Also es heißt ja Enthüllung, das Apokalypse. Apokalypsis, griechisch, heißt die Enthüllung. Und wir leben in einer Welt der ständigen Enthüllung. Vieles kommt jetzt dringend ans Licht. Und Leute haben Angst davor, wenn ans Licht kommt, wenn die Dunkelheit zum Licht wird, werden viele Leute geblendet von der Wirklichkeit, von der Wahrheit. Ja. Also viele bevorzugen die Dunkelheit, die sind ja auch nachts mehr unterwegs als am Tag. Ja. Also am helllichten Tag ist es anstrengender, ja, als in irgendwelchen dunklen Höhlen der Diskos, ja, mit Hard Metal, ja. 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 Und das ist interessant, dass man Angst hat vor der Licht, vom Licht, vor der Lichtfülle. Haben ja gut, Leute setzen ja auch sofort eine Sonnenbrille auf, wenn so ein bisschen die Sonne scheint. Das ist ja auch ganz spannend zu sehen, ja. Aber das Licht ist das Entscheidende. Und hier kommen wir nämlich auf einen, also der Tod ist nicht das Gegenteil vom Leben. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben über Jahrhunderte philosophisch, religiös immer wieder falsch geredet von Leben und Tod als Gegensatz. Heute noch, es geht um Leben und Tod. Es geht nicht um Leben und Tod. Es geht um das Leben in der Polarität von Geburt und Tod. Die Polarität, in der wir uns ständig befinden, bewegt sich immer von Neugeboren werden und Sterben. Das Leben ist die viel größere Dimension, die beides gleichzeitig umfasst. Deswegen bewegen wir uns immer aufs Leben zu und nicht auf den Tod zu. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews. Da muss man vielleicht auch an der Stelle sagen, dass da die Griechen schon wesentlich weiter waren als wir. Ja. Nämlich Platon und Sokrates gingen ja auch davon aus, dass die Seele unsterblich ist. Und da bin ich nicht einverstanden. Da bist du nicht einverstanden. Nein, ich rede von der Unsterblichkeit des Geistes und mache einen riesen Unterschied. Die Unsterblichkeit der Seele von Plato
Die hat die Kirche, das Christentum übernommen und redet ja von der Unsterblichkeit der Seele. Wir leben aber in einer Dreieinheit von Körper, Seele und Geist. Wird viel von geredet inzwischen, ja. Überall siehst du es ja schon, an jedem DM, Kosmetikshop reden die auch schon von Körper, Seele und Geist, Körperpflegemittel, können aber nicht unterscheiden zwischen Seele und Geist. Es gibt einen Riesenunterschied, aus meiner Sicht, ja. Mhm. Ich will ihn nicht jemand aufoktroyieren. Mhm. Der Körper, Corpus im Lateinischen, Griechisch Soma, die Seele, Anima, aber der Geist, Spiritus, der Spirituelle. Und der Geist ist das entscheidende Element, das sich immer am Leben erhält, und zwar immerwährend. Wir reden vom unsterblichen Geist Beethovens, vom unsterblichen Geist Mozarts. Die Seele von Mozart ist in der Mozartkugel drin, oder was weiß ich. Ja, aber nicht, aber der unsterbliche Geist hat eine völlig andere Qualität. Mhm. Und das können wir in den großen Weisheitslehren der Inder, die ich ja studiert habe, vedische Philosophie, nachlesen. Der große indische Ramana Maharshi, der ja vielen bekannt ist, am Berge Arunachala, der 70 geworden ist, 1950 gestorben, der hatte kurz vor seinem Tode einen schweren Oberarmtumorkrebs auch operiert, und seine Schüler um ihn herum, die waren in Sorge, dass er jetzt weggeht von ihnen, ja. Und dann hat er gesagt, und das ist ein wichtiger Satz, vedische Philosophie, mein Körper stirbt, meine Seele stirbt, aber nicht mein Geist. Ich bleibe immer bei euch. Das heißt ja im Grunde genommen, dass es so etwas wie eine Geisteskrankheit nicht gibt. Eigentlich gar nicht gibt. Nein, das habe ich auch immer wieder. Weil es werden ja sehr viele Menschen als geisteskrank beschrieben. Das heißt, der Geist kann gar nicht krank werden. Wie würdest du das richtig übersetzen? Ist das der Verstand? Nein, es gibt seelische Erkrankungen, deswegen habe ich ja einen Psychiater. Ja, Psyche heißt ja Seele und nicht Geist. Der Geist in Griechisch heißt Pneuma. Hm. Also die Pneumatologen hätten mit dem Geist zu tun, aber die sind ja Lungenfachärzte. Aber der mit der Seele zu tun hat, der Psychologe und der Psychiater, ja, behandelt seelische Erkrankungen. Der Geist wird überhaupt nicht krank. Wenn wir das wüssten, hätten wir einen viel engeren Zugang zu unserem eigenen inneren Universum, wo der Geist letztlich verborgen schlummert, ja, den ich wieder offenbar werden lassen muss. Ja. Das ist eigentlich die Aufgabe des spirituellen Weges. Mhm. Darüber können wir nicht wieder nochmal reden. Ja. Aber der Geist, es gibt keine Geisteserkrankung. Mhm. Es gibt nur seelische Erkrankung. Aber da müsste man ja diesen Begriff des Geistes, der ist ja quasi, könnte man schon fast sagen, im Orwellschen Sinne komplett verdreht worden. Ich habe beispielsweise auch Philosophie studiert. Und das gehört ja aus. Ja, aber es gehört ja auch zu den sogenannten Geisteswissenschaften. Und man spricht ja auch oft von einem geistreichen Kommentar, wo ich mir oft denke, ja, ein geistreicher Kommentar kommt meistens, wenn wir ihn so in unserer Welt, in der wir leben, gutheißen, ist das meistens ein Kommentar oder ein Beitrag, der aus dem Intellekt kommt. Aber der ist nicht seelisch. Also genau. Wenn wir jetzt über Geisteswissenschaften reden, dann reden wir nicht von seelischen Wissenschaften. Ja, ich meine, da sind wir ja schon einen Schritt weiter. Ja? Ja, ja. Also wenn der Geist wirklich lebendig wäre bei den Geisteswissenschaftlern oder Geisteswissenden, würde ich das sehr begrüßen. Ja, ja, ja. Ja, ich gehe da deswegen mit dir drauf ein, weil du bist Sprachphilosoph. Du beschäftigst dich schon dein Leben lang mit unserer Sprache. Leben lang nicht, aber oder schon lange Zeit. Du kennst die deutsche Sprache so gut wie kaum ein anderer. Und das, was wir, um mal einen Bezug auch zur Gegenwart zu schaffen, ich glaube, das, wie die Indoktrination und die Manipulation hier funktioniert, das ist ja einzig und allein über die Sprache. Wenn wir nochmal zurückgehen in die Zeit der sogenannten Corona-Krise, wurden nur sprachmanipuliert. Genau, die sogenannten Corona-Leugner, die Impfgegner, und jetzt wurde es eben ausgetauscht durch die Putin-Versteher oder die Antisemiten, und gleichzeitig erleben wir ja auch über die Sprache eine Sensibilisierung hin zu einem neuen, möglicherweise dritten Weltkrieg, in dem uns gesagt wird, wir müssen wieder kriegstüchtig werden. Das ist ganz schlimm für mich. Ja, deswegen wäre jetzt meine Frage, wie beobachtest du diese Verrohung der Sprache als Die Sprache wird missbraucht, aber aufgrund von mangelndem Wissen. Ja? Das deutsche Wort Sprache ist interessant, hat mit dem lateinischen Wort separare, Trennung zu tun. Es ist die Trennung von Intellekt und Intuition.
Ja. So, wenn deine intuitiven Kräfte nicht die Grundlage sind für deinen Verstand, für den Intellekt, bist du in einer katastrophalen Situation. Der Intellekt wird überbewertet. Aber die Grundvoraussetzung, um in der Welt hier zu leben, ist erstmal die Intuition, das nach innen gehen, intuieri. Hm. Wenn ich nach innen gegangen bin und nach innen geschaut habe, nach innen, nicht in den Kopf, denn dann kann ich an dem Grund, inneren Grund, etwas auflesen, was ich dort gesehen und erkannt habe. Das ist intra-leckere. Das ist ein Innen-Auflesen in meinem Inneren. Aber die Leute haben zum Inneren gar keinen Kontakt, weil sie ja gleich in der digitalisierten Welt im Kopf sich aufhalten. Und der Kopf ist das größte Hindernis. Ja? Mhm. Und die Sprachverwahrlosung, die wir jetzt erleben, durch TikTok, Instagram, Sprachverkürzung, Leute können ja keinen kompletten Satz mehr bilden. Gepaart mit der Gender-Ideologie. Ganz schlimm. Ja. Das ist für mich überhaupt die größte Katastrophe. Ja. Ich bin multidivers, das ist doch in Ordnung. Ja. MD, ja. Das deckt ja alles ab. Ja, ja. Dann muss ich nichts mehr differenzieren. Ja. Ja. Also ich bleibe noch, vorläufig bleibe ich männlich und wechsle auch nicht dieses Jahr in das Weibliche. Könnte ja morgen Orlando heißen und in 2 Jahren wieder Roland. Also das ist nicht meine Philosophie. Ja. Ich glaube, dass man kosmisch schon irgendwie hier in die Welt gesetzt ist, um diese paar Lebensjahre hier einigermaßen vernünftig zu gestalten. Aber dieser ewige Wechsel, der bringt uns ja völlig durcheinander. Mhm. Aber die Sprachmanipulation, das ist eben Propaganda, die hat funktioniert, weil wir mit Schlagworten, das heißt, erschlagen werden. Deswegen heißt es ja Schlagwort. Mhm. Und diese Parolen waren einfach katastrophal. Die Leute sind ja durch Fernsehen und TikTok und was weiß ich, Instagram, Facebook, werden sie ja im Sekundentakt erschlagen von irgendwelchen Nachrichten, die sie nicht hinterfragen können. Mhm. Ja, und es dient in erster Linie auch, glaube ich, dazu, den Menschen abzulenken, um dafür zu sorgen, dass er eben nicht zu sich selber findet, nicht zu seiner Intuition, das bewusst und zu seinem inneren Erwachen. Nämlich ja. Durch die ganzen Ablenkungen von außen, ja. Das führt ja im Endeffekt dazu, dass wir nicht mehr zu uns selber kommen, sondern immer nur im Außen sind. Und die ganzen, gerade von dir aufgeführten sozialen Netzwerke, führen im Endeffekt auch dazu, dass die Menschen immer im Außenleben und nicht zu sich selber finden. Sensation an der Peripherie. Das ist das Hauptspiel. Das ist Panem et Circenses. Das ist Nero, Kolosseum im 21. Jahrhundert. Das erleben wir Gladiatorenspiele, wo die Leute die Sensation natürlich, sie können gar nichts dafür, aber durch Werbung und durch Unterhaltung werden die noch unterhalten. Das ist ja auch eine Katastrophe. Selbst die Kreation geht da dabei verloren, die eigene Kreativität, weil du durch hunderte von Programmen ja durch den Takt geführt wirst. Und jetzt haben wir auf dem Smartphone auch die vielen Apps, ja, und die sagt dir ja morgen schon, wie es dir heute geht, wie lange du noch lebst, wie dein Zuckerspiegel ist und was du heute machen könntest. Du wirst ja durchs Leben geführt. Keiner lebt mehr aktiv das Leben, sondern er wird permanent geführt. Dafür haben wir ja auch das GPS-System, ja. Wir werden wirklich komplett verführt, gar nicht geführt, sondern verführt. Das halte ich für gefährlich. Mhm. Wenn wir die 24 Stunden des Tages nicht mehr aktiv leben, sondern gelebt werden, wir werden ja gelebt, dann ist es ja eine Katastrophe. Das ist die Navigation, die nicht mehr aktiv betrieben wird. Mhm. Ich möchte mit dir nochmal auf einen Punkt zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, nämlich über den Punkt der Apokalypse. Ja. Dass du vor dieser großen Offenbarung, vor dieser Entschleierung, die jetzt hier gerade stattfindet, das System zeigt sich von seiner wahren Seite. Genau. Deswegen, wir hatten jetzt gerade auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, war Corona sowohl für dich als auch für mich rückblickend betrachtet eigentlich ein Geschenk. Absolut. Weil wir wussten, in welchem System, mit wem wir es hier tatsächlich wirklich zu tun haben. Darüber können wir auch dann später noch zu sprechen, über den Unterschied von Wirklichkeit und Realität. Aber worüber ich mit dir nochmal kurz sprechen möchte, ist nämlich, dass ich erlebe auch, dass sehr viele Menschen aufgrund dieser Manipulation von außen und dieser Angstmache, die gemacht wird über einen dritten Weltkrieg, über das Pulverfass im Nahen Osten, über einen möglichen Wirtschaftszusammenbruch, die Insolvenzen, die gestiegen sind und so weiter, von
diesen Ängsten gefangen sind und nicht und sich nicht wirklich frei entwickeln können. Deswegen meine Frage an dich. Du meintest ja, dir macht diese Zeit keine Angst. Wie gehst du damit um, dass du wirklich in dieser Zeit befreit nach vorne schauen kannst? Das will ich dir genau sagen. Ich meine, ich bin ja schon ein bisschen länger hier in der irdischen Wirklichkeit, ja, in der sichtbaren Welt. Wobei die unsichtbare Wirklichkeit für mich viel bedeutungsvoller ist. Da können wir drüber noch reden, ja. Also wir gucken ja uns immer nur diesen kleinen Ausschnitt an der Existenz, ja. Wenn du ein großes Meer siehst, die große Oberfläche eines Meeres, ja, und dann kommt eine Welle, ragt heraus aus dem großen Meer und geht ins Meer wieder hinein. Das ist existere herausragen, ja. Und dieser kleine Ausschnitt, diese Welle, die betrachten wir auch als unser Leben, sichtbares Leben, und sehen das viel größere Meer dahinter nicht. Die Lebenswirklichkeit ist viel größer als die sichtbare Existenz, die wir jeden Tag hier retten wollen, vor was auch immer, ja, von Supermarkt bis weiß ich, und das ist ja, wir sind ja nur noch in Panik, ja, dass wir, der Fassadenkitt muss stimmen und das Äußere muss stimmen. Wir sind nur mit dieser Existenz beschäftigt und haben den Zugang zu der größeren, der Hans-Peter Dürr, der Quantenphysiker, das ist immer das Hintergrundfeld genannt. Nicht eine Welt auf einem anderen Planeten. Aber hinter uns liegt eine viel größere Lebenswirklichkeit, die auch Sicherheit bedeutet. Und das bedeutet spirituelles, tief religiöses Bewusstsein in den großen Kosmos, in die Natur, die mir jeden Tag als Paradies zur Verfügung steht. Nur wir haben den Kontakt dazu verloren. So, und wenn wir jeden Tag hier durch den Medienalltag geführt werden, ja, von einer Krise zur nächsten, und wir uns nur damit befassen, dann kommen wir natürlich in eine gewisse Angst und Sorge. Wir sind weit weg hier von der Ukraine. Wir sind weit weg von Moskau. Wir sind weit weg von Nahen Osten, ja, von den Konfliktherden. Wir haben auf der ganzen Welt ständig große Konfliktherde. Es bringt dir nichts und mir nichts, wenn ich über das Westjordanland ganzen Tag philosophiere, wo die meisten Leute gar nicht wissen, wo es geografisch liegt. Ich lebe hier am Starnberger See. Der Starnberger See hat einen Umgriff von 52 Kilometern. Ich lebe am Westufer, wo ich jeden Tag den Sonnenaufgang erleben kann. Die feineren Herrschaften leben auf der gegenüberliegenden Seite am Ostufer. Die meisten Leute kennen, die am Westufer liegen, kennen das Ostufer nicht, und die vom Ostufer kennen das Westufer gar nicht. Ja? So, dann reden wir aber von einer Welt, die ganz weit entfernt ist und kennen die unmittelbare Umgebung gar nicht. In dieser Welt leben wir heute. Das heißt, wir werden medial ständig narkotisiert, anstatt hier mal in der Gegend hier die unmittelbare Natur zu erforschen und in der glücklich und zufrieden zu sein. Das heißt, wir haben so ein wenig verloren, den Blick für das große Ganze zu haben. Wir leben rein fragmentiert. Ja. Und sehen immer nur einen Teil des Ganzen, aber eben nicht das größere Ganze. Und das ist also im Grunde genommen auch das, was ich beobachte bei vielen Menschen, die, ich nenne sie jetzt mal, politisch erwacht sind, ja, die eben sehen, was hier gerade vonstatten geht, dass dort eben dieses politische Bewusstsein vorhanden ist, aber oftmals eben kein, ich nenne es jetzt mal, spirituelles Bewusstsein. Nein. Und dass dann eben, wenn dieses spirituelle Bewusstsein nicht vorhanden ist, man sich auch von den Ängsten leiten lässt, weil eben das Bewusstsein für das große Ganze nicht vorhanden ist. Weil das Bewusstsein ist ja, das ist ja inzwischen ein völlig missbrauchter Begriff. Alle reden von Bewusstsein. Mhm. Bewusstsein ist für mich ein ganz spannendes Wort, ja. Im Französischen heißt das Bewusstsein Connaissance. Ja. Und Connaissance bedeutet die gemeinsame Geburt, connaître, gemeinsam geboren werden. Also naître heißt geboren werden. La Connaissance ist die gemeinsame Geburt. Und die findet in mir statt, aber in Kontakt mit meiner eigenen Quelle. Bewusstsein ist nicht per se ein Begriff, sondern Bewusstsein muss durch den Kontakt mit meinem eigenen inneren Dasein oder mit meinem göttlichen Inneren
muss wirklich gestaltet werden. Das ist ein ständiger gemeinsamer Geburtsprozess. Und wenn zum Beispiel Sokrates gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß, ja, scio, nescio, sage ich heute conscio, nescio, conscio, scio. Wenn ich gemeinsam mit jemandem konskiere, etwas weiß, mit der Quelle oder mit jemandem zusammen, dann weiß ich. Das heißt, ich brauche die Verbindung mit der Quelle oder mit anderen, um zum Bewusstsein zu kommen. Mhm. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Und das ist ja im Grunde genommen, auch wenn wir dann mal darüber jetzt nämlich zu sprechen kommen, was ich auch sehr spannend bei dir fand, ist nämlich, dass du eine Differenzierung machst zwischen Wirklichkeit und Realität. Ja. Und das, denke ich, ist auch sehr wichtig, sich dieser Tatsache bewusst zu sein, dass es dort einen kleinen, aber sehr feinen und wichtigen Unterschied gibt. Ich glaube, der ist sogar groß. Der ist gar nicht mal so klein. Ja, dann führ ihn doch gerne mal aus. Was ist denn der Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit? Ich will die Geschichte erzählen, weil ich ja mit dem wunderbaren Quantenphysiker und Friedensaktivisten Hans-Peter Dürr, der Meisterschüler von Heisenberg war, sehr eng befreundet war. Mhm. Und wir haben wirklich hunderte von Gesprächen geführt. Und er war immer an meiner Sprache interessiert, von meiner Sprachdifferenzierung. Und dadurch, dass er Physiker war und auch das Wort Wirklichkeit kannte, war ja lange in Amerika, ihm war aber nicht genau klar, was Wirklichkeit eigentlich bedeuten könnte. Und der gar nicht christlich irgendwie geprägt war, da habe ich zu ihm gesagt, das Wort Wirklichkeit ist ein deutsches Wort. Das hat mit Englisch gar nichts zu tun. Das ist von dem berühmten Dominikanermönch aus dem 13. Jahrhundert, Meister Eckhart, das ist ein hochgelehrter Mann, wahrscheinlich von der Kirche umgebracht, aus meiner Sicht heute. Der hat diesen Begriff in die Welt gesetzt, auch das Wort Gelassenheit gibt es auch von Meister Eckhart. Ich habe zu ihm gesagt, Hans-Peter, ich fahre mit dir zur Predigerkirche nach Erfurt, wo der Meister Eckhart gelehrt hatte. Ja, er sagt, das ist ja eine schöne Reise, mal nach Erfurt, war auch vorher nicht. Und dann habe ich mit ihm gemeinsam in der Predigerkirche, wo Meister Eckhart gelehrt hatte, einen gemeinsamen Vortrag gemacht. Und danach waren wir mit einer größeren Gruppe zusammen, die dann auch Fragen stellen konnten. Und dann habe ich zum ersten Mal dort in Erfurt gesagt, Wirklichkeit ist genau, was Meister Eckhart gesagt hat, das, was wirkt, was kein Objekt hat. Was wirkt hat, kann ich gar nicht objektivieren, er ist ja Quantenphysiker. Aber die Realität ist immer ein Teil der Wirklichkeit von res, das Objekt, lateinisch. Das heißt, wenn ich in die Wirklichkeit eintrete, auch hier, in diese wunderschöne Umgebung, in dem Moment, wo ich mir davon ein Bild mache, im Sinne eines Fotos oder einer Beschreibung, reduziere ich die viel größere Wirklichkeit, die ich nur mit dem Herzen erfassen kann, reduziere ich auf Teilrealitäten. Und das fand er wahnsinnig spannend, weil er als Quantenphysiker auch wusste, wenn er etwas untersuchte, auch ein Objekt, bist du heute als Betrachter immer Teil des Ergebnisses. Das heißt, wenn du, je nachdem, wie du gestrickt bist und guckst dir, untersuchst irgendetwas, auch labormäßig, bist du als Betrachter immer Teil des Ergebnisses. Deswegen ist das Ergebnis immer verschieden. Er hat ja als Quantenphysiker gesagt, es ist ja immer die Potentialität, die Quantenphysik. Alles ist möglich. Es ist eine Möglichkeit, die du gar nicht genau definieren kannst. Und das ist eigentlich spannend. Wir sind gar nicht ergebnisoffen, ja, weil wir immer alles genau definieren wollen. Definieren heißt ja begrenzen. Mhm. Wir sind für die große Wirklichkeit gar nicht genug geschult. Wir geben uns der großen Wirklichkeit des Kosmos gar nicht demütig genug anheim. Du hast mal gesagt, ich darf dich mal zitieren, in der Wirklichkeit liegt das Geheimnis des großen wirklichen Erlebens. Ja, und das ist Staunen. Das ist Staunen vor der Natur. Mhm. Und wenn wir dieses Staunen wieder gewinnen würden,
brauchen wir nicht uns um den Kosmos Tag und Nacht Gedanken zu machen. Wir brauchen das Klima nicht zu begrenzen. Das Klima lässt sich doch von uns nicht begrenzen. Ja? Der Kosmos lässt sich von uns auch nicht vorschreiben, wie er zu funktionieren hat. Ja? Mhm. Die großen Physiker der Vergangenheit waren alle große, demütige Menschen. Ob sie nun gottgläubig waren, egal wie man das definieren will. Aber ein Max Planck, ein Heisenberg, das waren alles große, demütige Menschen vor der Größe und vor der Unendlichkeit und der Schönheit des Kosmos. Mhm. Und das waren auch Menschen, die sicherlich eine spirituelle Verbindung nach oben hatten. Nee, nach oben, nach innen. Ich würde es gar nicht mehr nach oben nennen. Ja? Mhm. Ich glaube einfach, das ist, wie es im Lukas-Evangelium heißt, das Königreich Gottes ist inwendig in euch und nicht außerhalb von mir. Da ist ja das große Geheimnis. Wir suchen das immer außerhalb, ja. Die viele Leute, die jetzt hier, die auch so super katholisch sind, ich bin ja katholisch aufgewachsen, die hoffen ja, dass sie dann nach dem Tode endlich in das Himmelreich Gottes eintreten. Das ist ja die große Illusion, ja. Das Königreich Gottes ist ständig in dir. Du trägst es in dir. Und dein eigentliches Zuhause, dein Heim, ist immer bei dir. Jetzt, wenn du jetzt eine Reise machst, nimmst du dein Eigenheim, das ist ja schuldenfrei, dein eigenes Eigenheim, ja? Nicht das, was du abzahlen musst, hier draußen, aber dein inneres Eigenheim nimmst du immer mit. Und du bist immer zu Hause dort, wo du gerade bist. Der Karl Feind, den ich sehr schätze, der große bayerische Komiker, eigentlich war ein Philosoph, hatte den berühmten Satz geprägt, ich muss jetzt mal nach Hause gehen, um nachzuschauen, ob ich überhaupt da bin. Den halte ich für genial. Und das kann kein Philosoph besser ausdrücken. Aber die Leute gehen ja den Heimweg nicht. Die haben ja Angst vor dem Heimweg. Also das, was ich hier zum Beispiel mit meinen Klienten, die hier kommen, hier im Werner-Rieder Park, die nennen sich ja spirituelle Wegbegleitung, als Kontemplationslehrer, die Methode ist sehr einfach und doch sehr schwer zu erlernen. Der Atem ist mein Führungsinstrument. Der Atem geht voraus. Also nicht das Luftholen, sondern der Atem ist auch ein geistiges Geschehen, komme ich noch drauf. Aber jeder Schritt, den ich mache, ist der Heimweg zu mir selbst und nicht irgendwo hin. Also ich steuere kein Ziel außerhalb an. Ich sage, ich gehe 10 Kilometer hier im Park und hoffe, das Restaurant dahin zu erwischen. Sondern jeder Schritt, den ich mache, bewusst, ist immer der Heimweg zu mir. So, das heißt, ich bin immer auf dem Heimweg. Und je länger ich die Übung mache, desto größer wird deine innere Sicherheit für die Unendlichkeit des Lebens. Und du wirst auch angstbefreit, weil du in deinem Inneren die Sicherheit aufbaust. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass man ja zurzeit beobachten kann, dass sehr viele Menschen darüber nachdenken, dieses Land zu verlassen, auszuwandern. Das ist die Fuga Mundi, das ist eine große Katastrophe. Ja. Und das ist keine Lösung. Ja, aber du hast ja gerade gesagt, man nimmt sich immer selber mit. Und auch wenn man dann ins Ausland flieht, dann nimmt man seine negativen wie auch positiven Anteile mit. Da wird erstmal nichts besser. Das wird nicht besser. Aber das ist ja eben die Hoffnung oder die Erwartung, über die wir vielleicht auch noch gleich zu sprechen kommen, dass es dort im Außen etwas Besseres kommt. Und das ist die Tragik. Die ganze Tragödie, weil du sagst ja auch, man muss sich eigentlich von allen Erwartungen trennen. Von den Erwartungen ich habe ja diesen auch interessanten Begriff, der steht in meinem Buch ja drin, Kapitel, die Jenseitsfalle. Ja? Wir haben ja jetzt so sehr viel, das ist ein riesiges Geschäft mit Jenseits und Nahtoderfahrung. Also das ist ja, läuft ja. Ich kann dieses Glühwürmchen-Geschäft gar nicht ertragen, ja, aber es läuft ja offenbar lukrativ. Das Jenseits ist auch eine große Illusion. Das Jenseits existiert überhaupt gar nicht, ja. Ich nehme immer das berühmte Beispiel, da kommt ein, sagen wir mal, einigermaßen gebildeter heiliger Mann an einen indischen großen Fluss und geht zu einem Fährmann und möchte ans andere Ufer gesetzt werden, ja. So, und der Fährmann ist in der 12. Generation Fährmann, hat noch nie ein Buch gelesen, noch nie ein heiliges Buch, keine Bhagavad Gita, keine Upanishad, gar nichts, ja. So, und die sind in der Mitte von diesem großen Fluss. Da sagt der heilige Mann zu dem Fährmann, diesem armen Fährmann, ja, hast du denn diese heiligen Schriften gelesen? Und so,
Ja, ich habe noch nie eine Heilige Schrift gelesen. Ich bin der 12. Generation Fährmann. Ich habe, was soll ich lesen? Der sagte, kannst du nicht ins Nirvana eingehen? Das ist ja ganz erschütternd, ja. So, die kommen am anderen Ufer an, im jenseitigen Ufer an, ja. Da sagt der, verdammt nochmal, jetzt sind wir am diesseitigen Ufer, wo wir hergekommen sind, das ist das jenseitige Ufer, fahren wir immer wieder zurück, ja. Der Fährmann ist ganz glücklich, weil er endlich mal ein Geschäft macht, ja. Und dann machen die Fahrt 6-7 Mal hin und her, ja. Bis der heilige Mann, der hochgescheite heilige Mann, der alles gelesen hat, ja, erkennt, dass das Diesseitige und Jenseitige nicht getrennt voneinander sind. Das nennen wir im Sanskrit Advaita, die Nicht-Dualität. Ich wechsle nicht von der einen in die andere, in ein anderes Ufer, sondern ich muss beide Erscheinungswelten gleichzeitig erfahren. Das heißt, die raumzeitbedingte Welt, ja, die du anders interpretiert als ich, und die Raumzeitfreie, das sind nicht zwei Welten, aber es sind zwei verschiedene Erscheinungsmöglichkeiten. Mhm. Aber das Verbindungsglied davon ist die Weisheit. Und die Weisheit ist das Verbindungsglied, die Liebe zur Weisheit. Die Philosophie. Ja, ist mhm. aber, und der Weise, der Philosoph ist nicht ein besonders gelehrter Mensch, sondern der ist in der Einfachheit, weil er die Liebe zur Weisheit hat, ist der zu Hause. Und das muss ich dir auch ganz ehrlich sagen. Ich hatte dir im Vorgespräch schon auch erzählt, dass ich mehrere Jahre auch im Nebenfach Philosophie damals an der Universität studiert habe. Und meine größte Enttäuschung, ja, also im Sinne von, dass ich mich in jemandem getäuscht habe, waren die Intellektuellen und die Akademiker. Das waren die Menschen, die während der Corona-Zeit am meisten auch versagt haben. Mhm. Und das hat mir eben im Grunde genommen auch einen Zugang gewährt dazu, dass dieses höhere Wissen eben nicht aus dem Intellekt kommt, sondern aus dem Sonnengeflecht, aus der Intuition. Ja. Das heißt, das ist ja kein, wie soll man sagen, intellektuelle Angelegenheit, sondern das ist, wie du richtig ausgeführt hast, finde ich, für jeden möglich. Und man muss nicht 10, 20 Jahre studiert haben, man braucht keine 5 Professorentitel, um erleuchtet zu werden, sondern das kann auch der einfache Handwerker von nebenan. Genauso wie es aber natürlich auch für die Intellektuellen möglich ist. Aber die Gefahr ist eben sehr groß, dass man über den Intellekt seinen Verstand zu stark ausprägt. Und damit wären wir, weil sicherlich jetzt auch sich viele fragen, wer denn für dich wesentliche Personen in deinem Leben waren, die dich zur Weisheit gebracht haben. Ja, ja. Und da kommt ein Name, auf den du dich immer wieder beziehst, das ist Billy Griffiths, ja, ja. ein Benediktiner-Mönch, ein Mystiker, der das eben auch gepredigt hat, dass man den Verstand loslassen muss und wieder zurück zur Mitte. Rückkehr zur Mitte, ja. Was hast du von ihm gelernt? Er hat das ausgestrahlt. Also wenn du ihn gesehen hast, wenn du mit ihm unterwegs gewesen bist, ich unterscheide zwischen Wissenschaft und Wissen, ja. Also Wissenschaft ist nicht mit Wissen identisch, ja. Das glauben die Leute. Die Wissenschaftler sind nicht unbedingt Wissende, ja. Das ist das Interessante. Der einfachste Mensch kann sehr viel wissen, kann zur Erkenntnis gekommen sein, muss kein Wissenschaftler sein. Aber er hat als Mönch diesen sehr reduzierten Weg gewählt. Ich meine, er lebte in sehr, sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen. Also damals noch in den 80er Jahren war, um dahin zu reisen, war das schon sehr beschwerlich, weil es weit weg von jeglicher Zivilisation war. Ja, heute ist das ja alles anders. Da war man in der völligen Abgeschiedenheit. Es gab kein Telefon, kein Post, gab weit und breit gar nichts. Und da konnte man sich mit den Heiligen Schriften befassen, die Natur natürlich in der Fülle erleben. Und dadurch, dass er all diese Dinge studiert hatte und auch gut einem vermitteln konnte vom Kerngehalt, das ist das Entscheidende. Es waren keine Glaubenssätze, sondern das war das Wissen, das in dir dann auch plötzlich größer wurde. Also die Vermittlung von Herz zu Herz führt einfach dazu, dass du auch plötzlich
eine andere Erkenntnisfähigkeit erlangst. Du hast mal gesagt, Wissen kommt aus einer tiefen Kraft der Intuition. Ja, das ist mein Satz. Ja. Ja. Das heißt, unser Zugang zu Wissen ist ja geprägt. Ist ja verschüttet. Ja. Ist verschüttet. Ein Musikwissenschaftler ist nicht unbedingt ein guter Pianist. Also ich meine, wenn du Künstler bist und Musik machst, gut Klavier spielen willst, ja, brauchst du kein Musikwissenschaftler zu sein. Ja? Ja. Das kann eher hinderlich sein. Ja? Auch ein Kind, was singt oder was lacht, das kommt ja vom Inneren, vom Herzen. Und wenn das blockiert wird, ist es das größte Verbrechen. Jetzt durch die Corona-Zeit, um dann nochmal zu sagen, die Kinder, die Masken tragen mussten, 2-, 3-, 4-Jährige, die sind lebenslang für meine Begriffe in ihrer Entwicklung behindert, was die Zwerchfellentfaltung anbelangt. Die Griechen haben ja das Zwerchfell, das Diaphragma, als Zentrum des Menschen angeschaut. Nicht den Kopf. So, das Zwerchfell ist eines der wichtigsten Organe in unserem Zentrum, das wie ein Trampolin funktioniert und alle benachbarten Organe von Herz, Milz, Galle, Leber, Darm ständig lebendig hält. So, und wenn du jetzt nicht lachst und schreist und sprichst, hat das Zwerchfell ja keine Entwicklung. Und das Zwerchfell ist eins der bestimmenden Lebensorgane neben dem Herzen, um dich lebendig zu halten. Mhm. Und wir haben kein Zwerchfellbewusstsein, das ist ja verkümmert. Mhm. Wir haben ja noch ein digitales Kopfbewusstsein, ja? Und so funktioniert auch Kontrolle und Manipulation. Denn wenn wir wirklich innerlich geöffnet wären, dann wäre das ja alles gar nicht möglich, oder? Das wäre gar nicht möglich. Ja. Also wenn dieser Raum frei gewesen wäre, ja, auch durch Hilfeschreie und durch Protest, wären die oben gar nicht in der Lage gewesen, uns so zu manipulieren. Das heißt, die Verkümmerung deines Inneren hat so vorangeschritten, auch gerade durch die Maske, dass deine Entfaltung, die notwendig ist, ja nicht stattfinden konnte. Wir leben ja in einer Welt der Komplikation, ja, das ist ja, die Welt ist komplex. Plika heißt die Falte, Komplikation heißt die Zusammenfaltung. Wenn du ein DIN A4 Blatt hier 5-mal faltest, kommst du zum 6. Mal, schaffst du nicht mehr. Kannst das ganze Übung nachher machen, ja? 5-mal schaffst du. Daher kommst du nicht mehr weiter. Mhm. So, das Gegenteil von der Komplikation, von der Zusammenfaltung, ist ja die Entfaltung. Und wenn ein Mensch nicht zur Entfaltung kommt, ich meine, jede Blume hat beim Höchststand der Sonne die höchste Form der Entfaltung. Und wir machen genau das Umgekehrte mit den Menschen. Wir komplizieren mit Komplikation, werden sie brutal zusammengefaltet. Dann noch mit Werbesprüchen, dann noch mit irgendwelchen. Es ist ein Verbrechen am Menschen. Die Entfaltung findet nicht statt. Und wir brauchen jetzt eine Neubesinnung oder eine Neuwertung des Menschen, der sich jeden Tag neu entfalten muss und darf. Und da müssen wir einen Beitrag leisten. Und das ist letztlich auch die spirituelle Wegbegleitung, die ich mache. Das sind keine Wunderkurse, ja, keine Magic-Nummern, sondern der Geist ist per se dazu da, dass er zur Entfaltung kommt. Und ich merke das immer. Die Geistesentfaltung. Ja, die seelische Entfaltung ist ja auch noch in Ordnung. Aber, ja. Aber die Geistesentfaltung findet nicht statt. Ja, ja. Ja, und dafür. Und die Ausstrahlung. Ja, und ich glaube, dafür brauchen wir auch so etwas wie eine innerliche Distanz zu den gesellschaftspolitischen Entwicklungen. Weil ich merke das ja immer, mein Tagesgeschäft ist es ja mittlerweile geworden, für meine Abonnenten, für meine Zuhörer, politische Inhalte auch zu erzeugen. Aber ich schaffe das nur, dort mich nicht eben auf diesen Pfad der Manipulation zu begeben und mich niederzudrücken, indem ich mich innerlich von diesem äußeren Geschehen distanziere. Ja. Für mich ist das immer ein bisschen so, das habe ich vor kurzem auch einem Bekannten erzählt, dass wenn ich mich mit dem politischen Tagesgeschäft beschäftige, dann bin ich in dem Moment da drin und schaue mir das an. Ja. Aber in dem Moment, wo ich den Laptop zumache, dann ist das vorbei. Dann schalte ich das ab.
Und nur das ermöglicht es mir, mich eben nicht in diese Spinnfäden der Angst zu begeben, die ja über uns lauern. Das ist ja ein Netzwerk aus Gedanken, das über uns ist und das gerade in der gegenwärtigen Zeit, in der wir leben, sehr erdrückend ist. Und ich glaube, wenn wir wirklich frei bleiben wollen, dann müssen wir uns davon, da dürfen wir uns davon nicht zu sehr leiten und lenken lassen. Aber die Gefahr liegt in der Bilderwelt. Also wir leben ja in einer extrem überfrachteten Bilderflut. Ja. 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 Und wenn man die 10 Gebote auf dem Berg Moses, ich habe gerade in meinem letzten Beitrag bei Spirit Online, wo ich ja jede Woche schreibe, war über die 10 Gebote am Berg Sinai, wo ich auch selbst oben war, auf die 2300 Meter Höhe vor vielen Jahren. Ja. Wenn ich eins der Gebote ernst nehme, du darfst ja kein Bild von Gott machen, ja, ist eins der 10 Gebote, die ja gerade keiner mehr kennt. Ob ich nun ernst nehmen will oder nicht, aber sie haben ja eine gewisse Bewandtnis. Dann bedeutet das, dass wir uns heute ja Götzenbilder geschaffen haben, denn wir haben das Bilderverbot ja missachtet. Ja? Jedes Bild von Gott ist schon die Illusion per se. So, jetzt haben wir uns Götzenbilder geschaffen über Jahrhunderte, durch Gemälde, durch Beschreibung. Und dann haben wir ihn auch noch männlich dargestellt, was ja für mich als Religionsphilosoph die größte Katastrophe ist. Solange wir ein männliches Gottesbild weiter pflegen und propagieren, kommen wir ja in die weibliche Kraft gar nicht. Ja? Also Gott ist keine männliche Figur, auch keine Person, die ich anhimmeln muss, sondern in dem Göttlichen ist das Weibliche und das Männliche natürlich gleichmäßig, ja, angelegt. Es kann keine Person sein, die außerhalb von mir existiert. Sonst wären ja in der Corona-Zeit die vielen Gebete, die gen Himmel geschickt wurden, wären ja mal erhört worden. Gott erhört kein Gebet, ja. Und da komme ich auf dieses berühmte, das ist ja mein Buch auch beschrieben, die Theodizee ist eine berühmte theologische Frage. Der große deutsche Gelehrte Leibniz, der ja Mathematiker war, hat in den Begriff der Theodizee in die Welt eingeführt, ja. Warum lässt Gott das Leid in der Welt zu? Darüber wird heute noch philosophiert auf allen theologischen Seminaren. Ich habe es auf 4 Seiten genau beantwortet. Warum Gott dieses Leid nicht zulassen kann, weil es diesen Gott nicht gibt. Ja? Ich bin ein tiefgläubiger Mensch, aber habe nicht mit einem Gott zu tun, der außerhalb von mir, über mir regiert und dann auch noch männlich. Nein, da verkläre ich eine völlig falsche Instanz. Wenn ich die Instanz von Instare, ja, was in mir steht, ja, Instare, in eine Extanz verwandle, dann bin ich auf dem falschen Weg. Ich muss die göttliche Instanz in mir aufsuchen und finden. Dann stellt sich die Frage nicht, warum ein Gott das Leid in der Welt zulässt oder nicht. Denn wenn es ihn gäbe, würden ja die Kriege und die Katastrophen gar nicht existieren. Ja, wenn es einen wunderbaren Gott im Himmel gibt, ja, der würde ja sein eigenes Paradies hier nicht laufend hier in Frage stellen. Ja, geht ja gar nicht. So, das bedeutet, dass wir den Rückweg zu uns finden müssen. In dem Moment, wo jeder zu sich nach Hause kommt, hört auch der Konflikt im Dialog mit anderen Menschen automatisch auf. Solange ich mich mit jemandem über den Unterschied zwischen Christentum und Buddhismus und Muslim unterhalte, bin ich an einer Peripherie in einem Streit, der nicht nötig wäre. Jeder, der bei sich ist, friedlich, und das bedeutet, religiös zu sein. Das andere ist Konfession. Die Leute unterscheiden nicht zwischen Konfession und Religion. Es gibt keine Weltreligion, das habe ich immer wieder gesagt. Es gibt Weltkonfession. Weltbekenntnisse zu verschiedenen kulturellen Settings. Das kann Christentum sein, das kann Buddhismus sein, alles ganz nett. Aber religiös bedeutet die Rückanbindung an meine innere Urquelle. In dem Moment, wo ich an meine Urquelle, das ist in meinem Buch ja auch beschrieben, an meiner kosmischen Urquelle zu Hause bin, kann ich mit jedem Andersgläubigen, der ein anderes konfessionelles Konzept hat, in Frieden diskutieren. Aber an der Quelle sind wir unterschiedslos. Jeder Mensch, jeder Indianer, jeder Aborigine ist mit mir an der inneren Quelle unterschiedslos gleich.
Und wenn ich das nicht erkenne, das ist der Weg zur Einheitsfamilie. Wir brauchen hier die religiösen Systeme, die konfessionellen Systeme nicht verändern. Wir müssen den Menschen eine neue Orientierung geben, die Sicherheit, dass er bei sich bleiben kann und dann mit jedem friedlich kommunizieren. Das wird aber nicht gelehrt. Bei akademischen Anstalten schon mal gar nicht. Ja, und ich glaube ja auch, ja, dass wir diesen Weg zu Gott, wir leben ja in einer gottlosen Gesellschaft. Gott spielt kaum mehr eine Rolle in unserer Gesellschaft. Das finde ich ja ganz positiv, aber wir müssen ihn verwandeln in den Weg zu uns selbst. Aber die Wegrichtung ist doch nicht eingeschlagen. Ja, aber um nochmal zu deiner Auffassung zurückzukommen, zu dieser auch theologisch diskutierten Frage, warum lässt Gott das alles zu? Das ist ja auch das... Ja, weil es ihn nicht gibt. Bitte? Weil es diesen Gott nicht gibt. Genau. Und aber woran erkennt man Gott? Das ist ja die Frage. Und ich denke mir immer, man erkennt Gott ja eigentlich nur an seinen Gesetzen, an dem Wirken seiner Gesetze, an den Naturgesetzen. Genau. Davon, an der kosmischen Wirklichkeit erkenne ich ihn. Richtig. Ja. Und ein Gesetz davon ist auch das Gesetz der Wechselwirkung. So ist es. Ja, und wenn wir uns dessen vor Augen führen, dass es diese Naturgesetzmäßigkeiten eben auch gibt, dann erklärt sich auch, warum dieses Leid da draußen so möglich ist. Denn wenn es ein Gesetz der Wechselwirkung tatsächlich gibt, dann müssen natürlich auch die ganzen niederen Taten der Menschen im Sinne dessen zurückfallen. Und so sind diese Kriege auch zu erklären, weil der Mensch eben nicht den Weg zu Gott gefunden hat, sondern er zu seinem Gegenspieler, zum das Teufel. Ich nenne es ja statt Resonanzphänomen Konsonanz. Das ist ein Unterschied. Ich muss gemeinsam, also deswegen komme ich auf das Wort Kon wieder, gemeinsam. Ja. Gemeinsam tönen, ja, mit dem Kosmos. Ja. Nicht auf das Echo warten. Also von vornherein ist meine Haltung gegenüber dem Kosmos Konsonanz, ja, gemeinsam klingen. Ja. Ja. Und bei Gott ist es insofern interessant, Gott ist ja letztlich ein germanischer Begriff, ja. Es kommt von gut. Ja. Wenn wir die romanischen Sprachen angucken, ja, also von Latein, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, wie auch immer, die können mit dem Wort Gott überhaupt gar nichts anfangen. Darüber denkt hier gar keiner nach. Ja? Wenn du mit einem Franzosen, der kein Deutsch kann, ja, über Gott redest, der weiß ja gar nicht, was Gott bedeuten soll. Weil es in den Sprachen heißt es Deus, Dieu, egal. Und dieses Wort Deus oder Dieu hat mit Dies zu tun, ja, mit Tag, mit dem lichtvollen Teil des Tages. Nox ist denn die Nacht. Mhm. Im Sanskrit gibt es das Wort Yau, DYAU. Das heißt Licht. Und es macht viel mehr Sinn, Gott im Sinne der Lichtfülle zu definieren oder zu erfahren, als einen germanischen Begriff, der dir das Gute will. Ja? Mhm. Und im Wort Deutschland steckt das Wort Gott ja auch. Ja. Deus. Ja, aber das hat keiner erkannt. Mhm. Das Wort Gott ist völlig falsch, sei mal auch empfunden. Ja. Es ist die Lichtfülle. Mhm. Insofern hat die Erleuchtung in dem Sinne einen Platz, obwohl ich bei Erleuchtung, die meisten Leute reden von Erleuchtung und wissen gar nicht, was es ist. Ja? Erleuchtung ist für mich immer das Nebenprodukt des Weges, den ich gehe. Mhm. Ja? Es gibt ja viele Leute, die fahren hier nach Garmisch-Partenkirchen und wollen auf die Zugspitze, aber gehen nur ins Gasthaus und schreiben 20 Postkarten an ihre Verwandten von der Gipfelerfahrung. Ja? Und kommen mit Wegweiser nach Hause, sind den Weg nicht gegangen. Ja? Ja. Den Weg musst du schon selbst gehen. Mhm. Es kann keiner für dich den Weg gehen. Ja. Du brauchst Wegbegleiter, die vielleicht schon den Weg gegangen sind. Ja? Ja. Die auch nicht missionieren. Die sind bleiben bei dir. Ja. Ja. Aber den Weg müssen wir gehen. Und der Lebensweg ist ein Lebensweg. Ja, das heißt ja auch Lebensweg. Ja. Das ist ja kein Sofa. Ja, ich meine, das ist auch eine ständige Bewegung. Ja. Der Weg. Ja, ich glaube, Nietzsche hat mal gesagt, traue keinem Gedanken, der dir im Sitzen gekommen ist. Ja, würde ich auch sagen. Ja, und das
finde ich, obwohl wir beide hier gerade sitzen. Nein, aber das ist die Frage, ich meine, die Frage, wie ich das Leben anschaue, das Leben ist eine, es ist auch die, diese Bewegung, das Wort ist auch eine, das Wort ist ja so wichtig geworden, im Sanskrit Vak, V-A-C, daraus wurde im Lateinischen das Wort Vox, die Stimme, im Französischen Mo, hat mit Bewegung zu tun. Wir, für uns ist das Wort leider statisch. Ja. Dabei muss es schwingen, ja. Vox, die Stimme, auch wack. Die meisten haben ja keine Stimme mehr, weil sie auch verstimmt sind oder gar nicht gestimmt sind. Ja, wenn mein Körper keine Stimmung hat und nicht gestimmt ist, ich bin ja der Instrumentenstimme, ich selbst bin der Instrumentenstimme für mein eigenes Instrument. Lieber Roland, lass uns vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal über Deutschland zu sprechen kommen. Ja. Und weil ich finde es so ein spannendes Phänomen, dass wir in dieser Apokalypse ist es ja sicherlich kein Zufall. Zufall kommt von, es fällt einem zu, was fällig ist, dass wir hier leben, dass wir hier zusammenkommen, ist sicherlich auch kein Zufall. Gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Nein. Das heißt, wir leben in einer größeren kosmischen Ordnung. Ja. Und so hat auch dieses Land Deutschland, in dem auch das Wort Deus, Gott drinsteckt, in dieser Zeit eine besondere Rolle und eine besondere Aufgabe. Und meine Wahrnehmung ist eben, dass Deutschland eben diese Aufgabe, wie wahrscheinlich die meisten Völker, nicht erfüllt. Wie siehst du das? Wie siehst du die Rolle Deutschlands in dieser Endzeit? Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews. Also nicht der Endzeit, sondern in der Veränderung. Wir bewegen uns ja auf eine neue Kultur zu. Also auf einen Gipfel, wo jetzt einiges zusammenbricht, aber wieder neu wird. Ich glaube, Deutschland muss den großen deutschen Geist wiederbeleben. Deutschland war in der Welt gefürchtet und bekannt und berühmt. Vor allen Dingen für den großen Geist. Große Literatur, große Denker, nicht primär die große Industrienation, sondern der deutsche Geist ist auch im, wir reden auch in der englischen Sprache vom deutschen Geist, als deutscher Geist, ja. Vor dem haben viele Angst. Das ist eine große Sprachkultur gewesen, die wieder entdeckt werden muss. Also kosmologisch, Goethe und solche großen Leute, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Das haben wir mit. Ja, da muss man ja sehr gut aufpassen. Ja. Weil wir hatten der große Schiller, der freie Geist mit 45 wahrscheinlich, der ja auch Arzt war vom Beruf, was viele gar nicht wissen. Heute geht man davon aus, dass er sogar ermordet wurde. Freude, schöner Götterfunke, das sind alles diese Ode an die Freude, an die Freiheit. Dieser Geist braucht wieder Erneuerung und muss neu belebt werden. Einer unserer großen deutschen Komponisten ist Ludwig van Beethoven. Ja. Viele glauben, er ist ein Österreicher. Nein, er ist in Wien gestorben. Ja. Aber er ist ein Deutscher. Und viele in entferntesten Ländern der Welt kennen heute die Ode an die Freude, obwohl sie den Text nicht kennen. Aber die 9. Symphonie, letzter Satz, wird von vielen Leuten als Musik, als Befreiung empfunden. Das finde ich so faszinierend. Ja, die Europa-Hymne ist ja auch die 9. Symphonie, letzter Satz. Ja? So, aber diese Freude, schöner Götterfunken, so heißt ja die, ja, wird ja gar nicht artikuliert. Das ist in meinen auch eine der großen geistigen Tonschöpfungen, die als Volkslied in jedes Haus gehört, in meinen Augen. Und dann die Freude eigentlich an den deutschen Geist. Nicht an den Supermarkt, ja. Also Deutschland ist ein urgeistiges Land. Mit Märchentradition, mit großer Literatur, großer Musik. Bach, die große Ordnung, kosmische Ordnung. Bach war ja, die ganze Werk von Johann Sebastian Bach war an der kosmischen Ordnung
angelehnt und orientiert. Mhm. Und da brauchen wir keine Technomusik, keine digitale Musik. Wir müssen den Kindern wieder beibringen, dass sie mit ihren Händen ein Instrument lernen, wo sie die Differenzierung, ob sie Klavier stellen oder Geige. Mhm. Und merken, dass es eine Tondifferenzierung gibt, je nachdem, wie ich mit dem Instrument umgehe, mit meinem oder mit dem anderen Instrument. Ja. Wenn ich nur auf dem iPad Musik mache, habe keinen Widerstand, bekomme ich kein Gefühl mehr in der Hand. Und die Manufaktur, das Manuelle, muss wieder in den Vordergrund rücken. Ob ich ein Handwerk mache oder wie auch immer. Mhm. Auch die Handschrift. Ja. Und die Digitalisierung führt in meinen Augen in die falsche Richtung. Mhm. Also die Hyperdigitalisierung. Mhm. Lieber Roland, ja. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Es war auch für mich mal ein etwas anderes Gespräch in der Regel. Ja. Da halte ich mich ja viel über die politischen Entwicklungen in diesem Land. Deswegen war es wirklich heute mal sehr schön, mit dir ein wenig über den Tellerrand hinaus zu blicken und über all diese Themen zu sprechen. Ich danke dir vielmals. Große Freude. Ja, herzlich willkommen, jederzeit wiederkommen. Ja, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Und ich wünsche dir für diese Zeit der großen Enthüllung, der großen Entschleierung alles Gute, bleib wohl auf und dass du weiterhin auch geistig so wachsam bist, wie du es eh schon bist. Ja, vielen Dank. Ja, und auch an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr hier heute mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet auch die ein oder andere Erkenntnis aus dem Gespräch mitnehmen und ich wünsche auch euch alles Gute für diese bewegende Zeit und bis zum nächsten Gespräch hier bei Manova. Ciao.